Moin Moin! Ein kurzer Zwischenbericht. Gestern waren wir ja wie gesagt wieder unterwegs, da die letzten Nächte ja so schweinekalt waren mit Minustemperaturen. Und haben halt gestern gesagt, wir investieren ein bisschen Zeit in Drohnenaufnahmen. Die haben wir dann gestern auch einen halben Tag gemacht. Ne, da sind wir noch nicht so geübt, aber da haben schöne Aufnahmen hinbekommen, das werdet ihr noch sehen. Und sind dann am späteren Nachmittag, sind wir dann auch wieder zum Fischen. Wie erwartet, was man uns schon gedacht hat, durch die kalten Temperaturen, Wassertemperatur ist ja gefallen, haben wir nicht viel Kontakte bekommen. Der Mike hat noch einen Meter Fisch gefangen, 1,10 Meter ungefähr, und einen richtig guten, großen Fisch verloren. Was dann so ein bisschen, ja, kurios will ich nicht sagen, aber da ja niedrig Wasser ist, beide Bisse im ganz schnellen Wasser. In den Zonen, wo richtig so mit Kraut und leichter Strömung, null Kontakte, null Bisse, nur Karpfen. Und im schnellen Wasser hatte man 2 Bisse. So, und ab heute wird das Wetter besser. Ach, die Nachttemperaturen gehen auf 8 Grad hoch. Und jetzt hoffen wir, dass morgen ein bisschen wieder umschlägt und dass mal die Fische wieder ein bisschen entlaufen kommen. Aber suchen müssen wir trotzdem, wenn kein Hochwasser ist. Und das würde man heute machen, morgen machen, übermorgen machen und übermorgen machen. Und wenn wir was fangen, wie immer, werdet ihr dann sehen. Bis dann. Jetzt frühstücken wir erstmal, ne? Jawohl, ein kleines Frühstück bestellt. Kleines Frühstück. Schon einige Zeit unterwegs und heute schon wieder kein Kontakt bis 15 Uhr. Aber jetzt umso besser. Sauber. Der sieht gut aus. Nimm einen raus, der wo die Schnur ist, lauf vor. Ja. Oh oh. Oh. Der sieht richtig gut aus. Ja, Schnurbruch. Der hat noch an der Kante geledert, habe ich gemerkt. Oh. Fuck! Leck mich am. Das war wohl richtig gut. Oh, Scheiße. Oh, Mensch. Oh. Ärgerlich. Brutal. Das war aber richtig. Der wollte die Kunde schon gar nicht heben, ne? Oh. Meine Fresse, da rennst du 5 Stunden am Stück.
5 Stunden. Da hast du voll einen Schlaf von einem richtig großen und dann hast du ein Schnurrbruch. Das gibt's doch nicht. Oh. Mund abputzen, weitermachen, ne? So ist es. Ne? Bleibt uns nichts anderes übrig. Mein, echt, aber da, ja. Jetzt haben wir zwei. Wir rennen. Und haben wirklich zwei große und haben beide verloren. Einmal abgehakt und jetzt ein Schnurrbruch. Unglaublich. Die wollen uns ganz schön verarschen. Oh, der Leute, war gut. Leck mich am Arsch. Ja. Hast du gemacht? Ich denke mal, den konnte ich auch gar nicht heben. Ne? Der war. Und davor hat er hier war eine Kante gelegt. Da hätte ich sollen noch zart machen. Mensch. Ich hätte sollen den Druck einfach mal versuchen runterzuholen. Ne? Das Risiko an der Kante hast du ja immer. Naja, neues Vorfach dran und weiter, ne? Ja. Also um an die Plätze zu kommen, müssen wir hier durch dickste Gestrüpp laufen. Ne? Das ist wie Orientierungsmarsch. Mit viel Glück kommt man da an, wo man hin will. Ne? Alle. So, wieder ein beschissener Tag heute. Ne? Das Beißverhalten hat sich wirklich nicht gedreht. Vielleicht seht ihr das im Video, ein Riesenfisch verloren noch. Leider mit Schnurrbruch. Da lag wohl ein riesen Baumstamm im Wasser. Da hat er auch gebissen. Das haben wir aber vorher nicht gesehen, nicht gemerkt. Und da ist er wieder reingegangen. Ach, total ärgerlich. Egal. Uns heute wieder den Arsch abgelaufen. Sonst nirgends ein Biss. Und jetzt haben wir für den Abend haben wir uns hier, könnt ihr sehen, guckt euch mal Bombenwasser an, einen Platz gesucht, wo wir Chance wieder auf den Dicken haben. Ja, wenn schon nicht viel beißt, da wollen wir einen Dicken. Und das werden wir heute jetzt noch probieren. Ich schätze mal so 2 Stunden. Ich glaube, die Zeit tun wir auch komplett hier heute Abend investieren. Nicht, dass wir noch einmal wechseln, sondern da hinten ist wieder alles ganz flach, weiter oben ist es ganz flach. Und ich mir spekuliere wirklich hier auf einen richtig guten Fisch. Und wenn es kommt, gehe ich davon aus, werdet ihr es sehen. Ansonsten, wir greifen jetzt an. Jawohl, machen wir so. Jawohl. Neuer Tag, neues Glück. Gestern haben wir uns leider verspekuliert. Der Große ist nicht mehr eingestiegen, überhaupt gar kein Fisch eingestiegen. Null Kontakt, ja, passt zu den Tagen davor. Ja, außer den Dicken verloren, ne, Jörg, war's das, ne? Genau, einzige Biss gestern, ne? Auch am Abend nichts passiert, keine Änderung. Ja. Ne? Jetzt starten wir wieder im Flachwasser. Machen wir aber jetzt einen Schnellkurs, dass wir, sagen wir mal, diese Plätze, wo wir kennen, mit 20 Wurf immer abwerfen, weiter und wollen dann später in den unteren, die Flüsse runterfahren, in Mündungsbereich und im tieferen Wasser vielleicht einen großen Fisch abgreifen. Ich hoffe, dass der Schalter bei umgelegt wird. Ne? Ja, das wäre mal gut, überhaupt einen Fisch abzugreifen. Das muss ja nicht der Riese sein, aber Hauptsache mal Aktivität, das wäre mal was. Ne? Ja. Wassertemperatur fällt halt nicht mehr, sondern ist jetzt 1 Grad gestiegen. Ne? Und jetzt hoffen wir, heute kommt der nächste Grad hinzu, wie es aussieht vom Wetter her, dass mal irgendwas passiert. Ein paar Tropfen Wasser wären natürlich gut, aber das sieht nicht so aus, als ob man noch Wasser bekäme. Aber so ist das. Mund abputzen, weiter geht's. Jawohl. Erster Wurf, zweiter. Zweiter Wurf. Ja, sind wir mal gespannt, was da ist. Nicht so groß. Ganz komisch,
Karpfen. Ein Karpfen hat Gebiss. Der hat Gebiss. 150 Gramm Rappelspoon. Guck dir das an. Unglaublich. Das ist ja mal der Hammer. Guck mal, was für ein Teil. Der Hammer. Wenn direkt gesagt, ich habe erst gewendet, guter Zander. Ne? Ja. Hammer. Fisch! Halleluja! Fisch! Jetzt haben wir mal was ganz anderes gemacht, sind wir ein paar Kilometer weiter gefahren. Auf anderen Flussabschnitt. Und zweiter Wurf, ne? Ja. Sauber. Kein großer Fisch, aber endlich mal Aktivität. Sauber. Direkt reingepullert. Die Kleinen, da muss man Handschuhe anziehen. Die Kleinen sind die Schlimmeren. Am besten immer Handschuhe anziehen. Ja. Super. Klein, aber dein, ne? Jawohl. So, machen wir weiter. Da kriegst du einen Haufen verbissen. Nächster Fisch. Ich habe gerade 3 in Folge verloren, beziehungsweise ein Fehlbiss und 2 noch 3-4 Sekunden ausgestiegen. Wahrscheinlich kleinere Fische. Jetzt sind wir mal auf kleinere Köder umgestiegen. Und sieh da, gibt's kleine Welse. Kleine Welse, der nächste. Aber die hängen dann wenigstens, ne? Ja. Erster Biss mit dem Davy. So. Sauber. Wie man sieht, erster Davy-Waller. Ja. Der Tour. Zack. 35 Gramm Davy. Super. Pupa. Nächster Fisch. Ein Wurf nach dem letzten Fisch. Mit kleinen Köder scheint zu funktionieren. Jawohl. Taktikwechsel erfolgreich. Oh, hängt schon wieder hinter der Zahnplatte. Zack, gelöst. Einwandfrei. Top Baby. Super. Zeige euch mal hier, wie man fischen. Im Endeffekt hier in der Mitte geht die Strömung durch. Hier auf der anderen Seite haben wir ruhige Bereiche. Wir probieren immer auf die andere Seite in den ruhigen Bereich zu werfen und dann hier durchzuziehen. So, und die Bisse kommen alle mitten in der Strömung. Ne? Bis jetzt alle, oder? Ja, alle. Vorhin jetzt, also hier haben wir bestimmt jetzt schon 10 Bisse gehabt. Ne? Ja. Ja, probieren wir mal, ob wir noch ein paar rauskitzeln können. Also man kann eigentlich vor uns in der Größe nach oben zu schrauben. Was macht er hier? Aber so ganz funktioniert das dann nicht. Ne, klar, dass das auch mal Fehlbiss gibt. Ne? Ja. Wieder Davy. Ja, einwandfrei. Ja. Tipptopp. Fisch! Ja. So ist er. Fisch! Tasche doof, Davy. Davy, ich hatte jetzt einige Wurfe im Spinnerspoon gemacht, gar keinen Kontakt. Direkt Davy auf. 2 Wurfe im Davy, ja. Supi. Supi. Weiter jetzt.
So, jetzt geht es so langsam schon wieder Richtung Abend, ne? Jawohl, noch schnell einmal den Platz wechseln. Ne? Aber man weiß ja nicht genau, wohin. Darf nicht mehr lange dauern, bis wir den gefunden haben. Sonst kommt man im Dunkeln an, da sehen wir nicht mehr, wo wir hinwerfen. Also müssen wir uns jetzt beeilen. Schnell noch zwei, drei Blinker eingepackt und auf geht's. Du Isa, hart erkämpfter Abendwaller, ne? Ja. Jetzt haben wir hier bestimmt an dem Platz, wie viel Würfe schon gemacht? 30. Oh, 50, ne? Zusammen locker. Ja, ja zusammen, ja. 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 Sauber. Guck mal, ob noch was passiert. Tja, was ist denn der Plan heute? Noch? Ja, Fischfang. Haben wir wieder genug gesucht für wenig Ertrag für zwei kleine. Jetzt müssen wir gucken, dass wir für den Abend einen vernünftigen Platz zum Fischen haben. Na, hier ist immer so Sache, hier ins Wasser kämen wir mal rein, aber wir müssen gucken, dass wir wieder rauskommen. Hier ist das hier absolut geiler Platz. Das liegt noch groß. Endlich Fisch! Sauber! Er hat jetzt hier mitten in der Strömung gebissen. Wir sind hier an einem Wehr. Das haben wir 100 Meter unterhalb. Super! Erster Wurf, wo wir jetzt weiter runtergegangen sind. Und ja, hat funktioniert. Ein paar Fledermäuse unterwegs. Können wir nicht halten. Das hier ist Fledermausland. So Leute, gleich hat nächster Tag gleiches Spiel, so rum ist richtig. Also seit zwei, drei Tagen fängt man nur kleinen Fisch, kein Kontakt von einem großen. Gestern hatten wir fünf kleine, heute wieder vier kleine, so Meterfisch im Schnitt. Und man bekomme jetzt zwar Bisse, wie gesagt, aber die großen scheinen nicht zu ziehen, gehen nicht rund. Und deswegen bleibt es bei dem gleichen Spiel suchen, 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 dass man vielleicht einmal an einer Schnauze vorbeiziehen, für wieder einen großen Fisch dran zu kriegen. Aber so ist Angeln, ne, mal fangen, halt keine großen. Und morgen ist der nächste Tag. Für heute war es das. Wir sehen uns morgen wieder. Aber besser klein Fisch als kein als Fisch. Kein, ne? Fisch, so ist das im Leben. Ne? Heute gibt es ein Zimmer-Upgrade. Hier das alte. Den tollen BD und dem Spülkasten mit der Kette. Und hier die neuen Zimmer. Sehr geil. Schönes großes Bett. Und ein richtig geiles Bad. Ebenerdige Dusche. Ja, und Platz im Topf. Neuer Tag, neues Glück. Heute windig wie die Sau. Der Sturm. Hoffentlich bleibt er nicht den ganzen Tag so. Ja, man kriegt keinen anständigen Wurf gemacht, ohne dass da eine Windböe kommt und den Blinker irgendwo ins Nirvana schießt, ne? Schauen wir mal. Riese Schnurbogen immer, ne? Ja. Jo, jetzt haben wir gerade den ersten Platz angefahren. Wieder nada. Immer noch genauso zäh wie die ganzen Tage. Aber wir haben ja erst angefangen für heute. Schauen wir mal, was noch geht, ne? Nächster Platz. Sieht
auch super aus. Wäre nur schön, wenn da ein paar Fische drin stehen würden. Ne? Haben wir vorne rauschiges, schnelles Wasser. Hier in der Mitte Krautbank. Vereinzelt noch Krautputschen drin. Hier, zu uns hier auf der Seite relativ ruhig. Na, gucken wir mal. Machen wir mal ein paar Wurf, ne? Ja, sau gut. Mal hier vor. Ja. Da ist viel Schlamm hier vorne, ne? Ja, aber hier, da mische ich auch feste Boden eigentlich. Da liegt die Kamera vielleicht, aber wenn ich leuchte, müsst ihr mal drauf. Ich dürfte stehen. Ja? Ich denke an den Rut hochhalten, weil es so unergehst, ne? Ja. Nur Fähnchen oben an die Rut machen. Kraut gehen, ne? Hä? Ich bin an Kraut gehen. Ja. So, dann werfen wir mal. Auf! Erster Wurf! Direkt Einschlag! So, um an den gewünschten Platz zu kommen, müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier irgendwie durchs Wasser kommen. Die letzten 3 Meter. Die letzten 3 Meter sind ein bisschen kritisch. Ja, hallo. Der Abschluss zwingt uns ein bisschen rauszugehen. Hm? Geht es? Wenn wir gleich sehen, denn die Ecke hier sieht so ruhig aus, ob der ausgespült ist. Ja, nicht Kiesboden. Hä? Wenn ich gleich untergehe, ich halte Handy hoch, ne? Ja, ja, aber denk dran, dass der Buchs hoch genug hat. Dann läuft nicht viel knapp rein. So, Mike probiert noch immer im schnellen Wasser. Jetzt haben wir uns den Arsch abgelaufen für nichts. Drei, vier, fünf Wurf und dann weiter. Jetzt sind wir eine Stunde gerannt für gar nichts. Ja, da ist er wieder. Ja, das kriegt. Locker, wir brauchen nur Loch der Hand. Nur, ja. Nur. Scheiße. Wenn wir jetzt weitergehen, gucken wir mal, vielleicht noch an der Seite vorbeikommen. Nur auch nicht, ne? So, das ist aber eine Weltklasse Nummer. Viele Meter, ne, durchs Wasser gemacht. Für 3 Wurf zu machen und zu bemerken, dass sie ist scheiße. Und dann wieder zurück. Wir waren jetzt gefühlt, nein, nicht nur gefühlt, also locker über eine Stunde unterwegs für gar nichts. Oder noch weniger. Ja, und noch weniger, ja. Und haben wir jetzt gedacht, komm, wir fahren noch weiter. Hier hatte ich früher mal einen guten Kontakt. Wir gehen hier runter, sind wir jetzt hier, die Böschung hier runter, wisst du, ja. Ist auch nichts gewesen. Alles zugewachsen in den letzten Jahren. Und da steht man so hoch, unmöglich einen Fisch zu landen. Ja. Und, ja. Haben wir gar keinen Wurf gemacht, direkt wieder weiter. Jo, im Endeffekt 2 Stunden verloren. Ja, das kann man so sehen oder so sehen. Ne? Kalorien haben wir verbrannt, ne? Genau. Jetzt probieren wir mal, dass wir noch Fisch hängen gehen. Ne? So, Jörg, erzähl mal was zum heutigen Tag schon wieder. Dieselbe Scheiße wie die anderen Tage. Ne? Ja, heute viel abgelaufen wieder. 3 Fehlbisse und der Mike hat gerade noch einen Aussteiger. Jetzt ist Schluss für heute. Es ändert sich einfach nicht viel. Ne? Wir kriegen hier immer 3-4 Bisse, sage ich mal, wenn er gegen Abend in der Region fischt. Aber es sind kleine Fische. Die letzte großen Einsteiger ist ja jetzt auch schon wieder 3-4 Tage her. Ne? Vielleicht machen wir morgen wieder Flusswechsel. Aber wir werden sehen, wir haben keine große Hoffnung, da nicht wirklich Wasser kommt oder irgendwas passiert. Obwohl die Wassertemperatur anständig angestiegen ist. Ne? Die steigt jeden Tag etwas und die Fische reagieren kaum drauf. Nur die Kleinen. Die Großen nicht, die warten wahrscheinlich auf Wasser. Auf Meerwasser.
Aber das werden wir nicht mehr erleben. Trotzdem haben wir ja noch 2-3 Tage. Und die werden wir versuchen zu nutzen, egal wie. Für heute sind wir auf jeden Fall bedient. Ne? Für heute sind wir bedient.